München, im Herzen Bayerns. Und mittendrin die Parkstadt Schwabing. Ein boomendes Areal, 400.000 Quadratmeter groß. Unternehmen wie Osram und Microsoft haben sich bereits für diesen Standort mit der guten Verkehrsanbindung entschieden. Als Entree in die Parkstadt Schwabing steht ein neuartiges Konzept, das sich von anderen Büroprojekten grundlegend unterscheidet und eine Vorreiterrolle auf dem Markt für Gewerbeimmobilien einnimmt. Das New Office. New Office ist eine Marke, die wir auch in Zukunft an Standorten weiterentwickeln wollen. Man hat ein sehr stylisches Gefühl. Unterschiedlichste Arbeitswelten, Open Space, alles sehr individuell und modern und dem Zeitgeist entsprechend. Es geht immer um die Lage, speziell auch bei Gewerbeimmobilien. Das heißt, man braucht gute Verkehrsanbindungen. Wir sind hier optimal Richtung Flughafen, aber auch nicht weit weg von der Innenstadt und haben öffentliche Verkehrsmittel. Und dann kommen natürlich noch Soft-Faktoren dazu, ein angenehmes Ambiente, gute Raumakustik, eine Kindertagesstätte, unser Circle-Studio, was mit Milon-Geräten ausgestattet ist und eine New Lounge, also keine klassische Kantine, sondern wirklich gesundes, richtig gutes Essen zu günstigen Konditionen. Wir sind die New Lounge, die hier letzten Endes ein Business-Restaurant sind, das aber vom Anspruch her dem Gesamtensemble Rechnung tragen möchte. Und dazu gehört nicht nur körperliches, sondern auch seelisches Wohlbefinden. Hochwertige Qualität, frisch zubereitet, legen wir großen Wert drauf. Den Köchen auf die Finger gucken können, ist ein Teil des Konzeptes. Schon ab 7:30 können Sie hier klassisches Frühstück, später Kaffee, Kuchen, bis spät in den Nachmittag rein. Convenience spielt eine große Rolle. Wohlfühlort, wo Sie von idealiter von morgens bis abends verbleiben. Nebenher dürfen Sie ein bisschen arbeiten. Also wir sind stolz, dass wir hier im New Office unseren Beitrag leisten können. Mit dem New ist ein Anspruch verbunden. Ja? Ein Anspruch, den auch die unterschiedlichsten Mieter an einen Unternehmenssitz haben. Beispiele. Wir von der Reflect, wir konzipieren und programmieren Augmented- und Virtual Reality-Applikationen immer mit einem User-Bezug. Wir konnten hier im New Office unsere Wünsche komplett individuell umsetzen. Die ganze Büroarchitektur hier bei uns, das ganze Design, baut auf einer völlig offenen und modernen Philosophie auf. Uns war es wichtig, in eine Büroumgebung zu gehen, die sehr, sehr modern ist und die auch unserer innovativen Philosophie entspricht. Und die New Offices, wenn man die von außen sieht, sind sie sehr ansprechend, und auch wenn man an der Straße vorne vorbeifährt, dann sind sie auf jeden Fall mal ein Eyecatcher, und die Arbeit hier, die macht unglaublich viel Spaß, und na klar, die Büroumgebung, die trägt natürlich schon ihren Teil dazu bei. Also ich denke, das ist ein Novum. Also wir merken halt auch im Daily Business, die Kombination passt ganz gut. Die Gestaltung also der ganzen Facility hier ist natürlich optimal gelungen. Und das strahlt also nicht bloß Ruhe aus, ist architektonisch auch sehr schön gelöst. Das spiegeln ja unsere Fahrzeuge perfekt wider. Dann haben wir ja drüben in der Kindertagesstätte habe ich meine größten Fans. Also wenn die kleinen Zwerge hier immer spazieren gehen, die bleiben hier alle am Schaufenster stehen, und dann hörst du immer ganz begeistert, oh, Auto, Auto. Nein, es ist einfach, es passt hier alles wunderbar. Die Zwergenwiese, die Kindertagesstätte im New Office. Der Grundgedanke in der Kinderkrippe Zwergenwiese ist, dass sich die Kinder wohlfühlen, dass sich die Eltern wohlfühlen. Und das haben wir hier geschafft in dem Gebäude des New Office. Wir konnten das gesamte Konzept, so wie ich mir das vorgestellt habe, konnten wir umsetzen. Und das ist nicht üblich, dass man in der Stadt so viel Raum hat. Also so dieser Grundgedanke, Arbeit, Familie zusammenzubringen, das ist hier eigentlich gewährleistet. Arbeitsplatzqualität, Mitarbeiterzufriedenheit, Gesundheit und eine Ökobilanz, die weltweit revolutionär ist. Die ganze Atmosphäre hier im Haus, wie das Ganze auch gestaltet ist, macht richtig Laune, in den Räumlichkeiten zu arbeiten. Ist auch das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen. Wir haben wirklich vom DAX-Vorstand bis hin zum Hundetrainer, bis hin zur Erzieherin, also wirklich eine komplette breite Palette. Ist natürlich auch optimal. Wir öffnen ja um 6 vor der Arbeit eben zu trainieren. Auch in der Mittagspause ist für viele das sehr angenehm, weil es einfach auch kurz, das Training eben nur kurz dauert, oder eben nach der Arbeit halt. Ja. Und ich muss nicht ins Auto steigen, sondern ich brauche einfach nur die Sporttasche mitnehmen und dann eine Etage tiefer oder eine Etage höher kommen, und dann geht's los. Ja.
In drei Bauabschnitten wurde und wird hier ein Konzept verwirklicht, das sich von anderen grundsätzlich unterscheidet und namhafte Mieter überzeugt. NTT Data ist einer der weltweit führenden Beratungs- und IT-Dienstleister. In Deutschland sind wir mit 1200 Mitarbeitern am Start und freuen uns sehr, seit Oktober letzten Jahres in unserem wunderschönen neuen New Office als Hauptsitz für Deutschland zu sein. Ein schönes, modernes, freundliches, State-of-the-Art-Gebäude mit Nachhaltigkeit, mit Effizienz, mit innovativen Elementen, mit Einladung zur Kommunikation wird zu einem besseren Unternehmensergebnis führen. Der dritte Bauabschnitt wird Ende 2015 fertiggestellt sein. Wir haben hier 35.000 Quadratmeter Büro und durch unsere Flexibilität hier im Gebäude können wir wie im Bauabschnitt 2 einen Mieter mit 10.000 Quadratmeter unterbringen. Wir können aber problemlos Mieter ab 250 Quadratmeter auch unterbringen, ohne dass wir große Umbaumaßnahmen durchführen müssen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema heute. Und wir haben zusammen mit der TU München und dem Fraunhofer Institut dieses nachhaltige Gebäude entwickelt. Und so kamen wir auf diese unglaubliche Flächeneffizienz, aber auch auf Nebenkosten, die 30% günstiger liegen als unsere Konkurrenten. Und wir haben mit New Office in den verschiedensten Kategorien in der Summe die höchste Lead-Punktzahl, die jemals vergeben wurde, erreicht und sind auch letztes Jahr dafür ausgezeichnet worden. Die ganze Welt spricht über Nachhaltigkeit und überall werden tolle Projekte gebaut, aber das nachhaltigste Projekt steht hier in München. New Office. It's all about new.